In der neuen Christi-Himmelfahrt-Kapelle in Hertlinsweiler fand zum ersten Mal am ersten Adventssonntag eine Adventsandacht statt. Über 100 Besucher hatten sich in und außerhalb der kleinen Kapelle eingefunden. Weitere Andachten finden in den nächsten 3 Adventssonntagen statt. Liebe Freunde, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf euch alle recht herzlich, auch im Namen der Dorfgemeinschaft von Hertlinsweiler, hier in unserer neuen Kapelle willkommen heißen. Und ich darf euch bitten, die Kerze jetzt noch nicht anzuzünden. Wartet! Weißt du schon, die Kerze verbrennt, bevor es losgeht. Langsam da mit der junge Geil. Also, ich freue mich riesig, dass ihr jetzt heute gekommen seid. Das ist das erste Mal, dass wir jetzt in der Kapelle, die ja geweiht wurde im Mai, diese Weihnachtsfeier oder besinnliche Adventsfeier begehen. Wir wünschen Ihnen, euch allen, einen schönen ersten Advent. Und wir haben uns jetzt Folgendes vorgestellt, dass wir zunächst einmal diese besinnliche Adventsfeier, den Auftakt, gestalten. Und dazu darf ich ganz herzlich die Malersingers begrüßen, die sich bereit erklärt haben, diesen ersten Advent mit uns heute Nachmittag zu begehen. Herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid. Wir werden dann ein paar Lieder gemeinsam singen. Ich werde dann auch noch eine Geschichte vorlesen. Wir werden das Vaterunser gemeinsam beten. Und dann kommt der zweite Teil. Dann kommt die offizielle Eröffnung unserer Krippen hier in Hertlinsweiler. Und da muss ich jetzt sagen, in den letzten paar Wochen haben so viele hier in Hertlinsweiler zusammengeholfen, dass 7 Krippen entstanden sind. Und das Ganze ist unter der Leitung von Frank Messerschmidt, der hinter steht, ganz im Eck. Und er wird dann also nach dem ersten Teil vorkommen und wird euch alle erklären, was es mit den 7 Krippen zu Hertlinsweiler auf sich hat. Und dann kommt der dritte und ganz wichtige Teil, nämlich der Glühwein-Teil. Das heißt, dass wir dann runtergehen unter das Vordach und dort gibt es einen hervorragenden Glühwein und Gutzle. Und da will ich mich bedanken bei all denen, die die Gutzle mitgebracht haben, das Weihnachtsgebäck, das sie gemacht haben, Schnitzbrot, das selber hergestellt wurde. Und wir werden am nächsten Sonntag wieder um 14 Uhr das wiederholen. Ja, jetzt würde ich sagen, liebe Sonja, liebe Christine, dass wir einsteigen. Und dann hat es geheißen, dass die Malersingers, die singen jetzt. Und während die Malersingers singen, werden Sonja und Christine das Licht entzünden und werden dann mit Kerzen, werden das Licht dann holen und werden diese Kerzen weitergeben an Sie. Und dann könnt ihr eure Kerzle anzünden mit der Kerze. Das war eigentlich die Idee. Gut, einverstanden? Dann machen wir es so. Weil ihr Kinder macht, der Schein ist vor 1000 Jahren alt. Doch jeder kann spüren, grad wann's finster umfriert, wie er heut auf Wälder war. Oh,
eingehüllt im Stroh und schlief. Längst war der Sommer vorüber, waren die Weiden abgegrast. Schon im Herbst, als die Stürme über die Stoppelfelder brausten, hatte er seine Schafe zusammengetrieben und Unterschlupf mit ihnen gesucht beim Kronenwirt. Der hatte hinter dem Gasthaus eine enge Grotte, wo er seine Kuh hielt, und im Winter durften sie dort alle zusammenrücken. Jonas, die Kuh und die Schafe. Platz hatte dann keiner mehr, aber nicht einmal den Hirten störte es, dicht gedrängt mit seinen lieben Schafen zu liegen. Die Kuh war gutmütig, träumte vielleicht vom kommenden Frühling, wenn sie wieder die ganze Grotte für sich haben würde, genoss aber solange die Wärme, welche die wolligen Mitbewohner spendeten. Sie flammt, entzündet Freude in jedem Haus. Weihnachtsfreude wird verkündet unter jedem Lichterbaum. Leuchte Licht mit hellem Schein überall. Soll Freude sein. Hast du, Maria, unter ihrem Herzen, Kyrie eleison, ein kleines Kindlein, Santa. Begrüßen. Freut mich ganz besonders, dass Sie alle in so einer großen Zahl gekommen sind. Und der Richard hat es gerade eben schon angedeutet, dass ich noch ein paar Worte dazu sagen muss oder darf, wie es denn zu diesen Krippen gekommen ist. Und zwar, angefangen hat es für mich vor circa 8 Jahren. Dort ist damals der Richard an Heiligabend morgens zu uns in die Backstube vorne im Hofcafé gekommen und hat gesagt, in der Zeitung steht, dass die Krippen in Hartlingsweiler aufgebaut sind, und es stimmt gar nicht. Und so war der Stefan Kirchenbauer damals in aller Eile, hat er angefangen, die Krippe drüben in der Scheune aufzubauen, und der Richard hat eben um Hilfe gebeten. Und so bin ich nach meiner Arbeit im Hofcafé dann hierher gekommen und habe beim Krippenaufbauen geholfen. Und das war eigentlich so der Einstieg für mich. Als dann der Stefan Kirchenbauer erkrankt ist und abzusehen war, dass er es nicht mehr schafft, die Krippen aufzubauen, habe ich ihn damals gefragt, ob ich mich darum kümmern darf. Und so hat sich eine Schar aus Hartlingsweiler hier um mich herum gebildet, und wir haben seit dieser Zeit immer die Krippen aufgebaut. Und eine ganz besondere, rührende Geschichte war, kurz bevor der Stefan Kirchenbauer damals gestorben ist, ihr seid gerade vom Arzt gekommen und wir waren gerade beim Krippenaufbauen, waren soweit fertig, und dann hat er gesagt, das ist wunderschön, wie ihr das gemacht habt, und das macht er ab jetzt jedes Jahr. Und seitdem bauen wir das auf. Dann will ich natürlich auch mich noch bedanken bei euch, Frank, nachher, das wird eine große Überraschung sein, diese 7 Krippen zu Hartlingsweiler. Wenn ihr euch die anschaut, schaut auch auf die Details. Der Frank und die ganze Leute aus Hartlingsweiler haben sich viel Mühe gegeben und haben da noch Details hin. Ihr Kinderlein, kommet, o kommet doch heil, zu dem Herr kommet, in Bethlehem.
da soll noch einmal einer dran zweifeln, dass wir von den Tiroler absteigen. Ja, wir waren. Gut, da war die Haut.